Herzlich willkommen bei der Meditation, den eigenen heiligen Raum einnehmen. Stell dir nun vor, dass du dich an einem Platz in der Natur befindest, an einem Platz, den du vielleicht deinen Kraft- oder Seelenplatz nennen würdest, der sich jetzt vor deinem inneren Auge zeigt. Und den du jetzt einnimmst, indem du dich hinstellst und tief durchatmest, sodass du ganz bei dir selbst ankommst. Deine Aufmerksamkeit richtest du nun auf deine Fußsohlen. Deine Füße, sie stehen auf Mutter Erde, sind verbunden mit ihr. Und du spürst, dass es nun die Zeit ist, dass du dich noch mehr mit ihr verbindest und dich verwurzelst und erdest und kannst wahrnehmen, wie von deinen Fußsohlen ausgehend Wurzeln in die Erde hineinwachsen und sich immer tiefer und fester mit Mutter Erde verbinden. Genieße es, ihren Halt zu spüren, ihre Liebe, ihre Geborgenheit. Nimm wahr, wie sie dich berührt und festhält, dir Schutz gibt und dich mit ihrem Sein nähert. Es ist die weiblich-göttliche Kraft, die dich hier ummantelt, die dich hier berührt, die dich hier bedingungslos liebt. Und du kannst spüren, je tiefer deine Wurzeln in Mutter Erde hineinwachsen, umso tiefer wird dein inneres Gleichgewicht, deine Zentriertheit, deine Ruhe, dein inneres Geborgensein. Genieße es. Die Kräfte von Mutter Erde steigen nun von unten nach oben auf. Sie fließen über deine Fußsohlen in deinen Körper ein und durchdringen deine Beine. Diese rote Lebenskraft der großen Mutter steigt in dir auf, durchfließt dein gesamtes Becken, nährt damit dein Wurzelchakra. Dringt dann aber auch noch weiter nach oben vor, hin zu deinem Herzen, wo sich diese Kraft, diese Energie vorerst in ihrer wunderbaren roten Lebensfarbe einnistet. Denn deine Aufmerksamkeit wandert nun nach oben hin zu Vater Himmel, hin zu den Kräften der Sonne, hin zu der Weite und der Freiheit, die wir nur in den Lüften finden können. Und wenn du dich nach oben denkst, kannst du wahrnehmen, wie alles ganz weit wird, ganz frei, ganz hell. Es ist die männlich-göttliche Kraft, der du hier begegnest und die ebenfalls eine unendliche Liebe ausstrahlt. Vor allem aber diese Weite, diese Helligkeit, diese Heiligkeit. Und du verbindest dich nun auch mit diesen Energien und genießt es, für einen kurzen Moment mit Vater Himmel eins zu sein.
Nun beginnen auch die Kräfte des Himmels von oben nach unten in dich einzufließen, mit ihrer hellen Kraft, mit ihrem silbernen, goldenen Licht. Fließen sie durch dein Kronenchakra in deinen Kopf ein und fließen weiter nach unten, durch deinen Hals, durch deine Schultern, und sie kommen ebenfalls in deinem Herzen an. Und so werden nun in deinem Herzen die Kräfte von Mutter Erde und Vater Himmel eins. Die rote Lebenskraft der Göttin verschmilzt mit der hellen Lichtkraft des Himmels. Durch ihr Einswerden entsteht ein wunderbares Rosarot, die Farbe der bedingungslosen Liebe. Und so darfst du dich nun erinnern, dass aus der Verschmelzung von Göttin und Gott, Himmel und Erde, dein eigenes göttliches Sein entsteht. Und dieses Licht, das nun in deinem Herzen leuchtet, ist dein Seelenlicht, dein höchstes göttliches Sein. Erinnere dich an deine wahre Herkunft und stell dir nun vor, wie dein Seelenlicht aus dem Herzen hinaus strahlt durch deinen gesamten Körper und dann auch über deine körperlichen Grenzen weiter hinaus strahlt in deine Aura. Und lass dich jetzt ganz auf dieses Strahlen deines Seelenlichtes ein. Es wird immer heller und stärker und weiter, sodass es deinen gesamten heiligen Raum, der dein Seelenraum ist, durchdringt. Genieße, nimm wahr, lass dein Seelenlicht scheinen. Nun ist dein gesamter heiliger Raum erfüllt von deinem eigenen Sehnenlicht, von deinem göttlichen Selbst, von der Schwingung, die dich ausmacht. Grenze diesen heiligen Raum noch nach außen hin ab, sodass du
ganz sicher in ihm bist, geborgen bei dir zu Hause. Und nimm dir den Gedanken deines heiligen Raumes auch mit in den Alltag hinaus. Du bist immer in deiner Kraft, wenn du in deinem heiligen Raum bist, verbunden mit deinem göttlichen Sein, verbunden auch mit der göttlichen Quelle, verbunden mit Mutter Erde und Vater Himmel, verbunden aber vor allem mit dir selbst. Und so beende diese Meditation, indem du in deinen Gedanken wieder zurückkommst ins Hier und Jetzt. Ein paar Mal tief ein- und ausatmest und dann noch deinen Körper wieder ein wenig bewegst, berührst, sanft rüttelst und schüttelst, sodass du wieder ganz zurück bist. Im Hier und Jetzt. Vielen Dank fürs Dabeisein.